Upsa, wenn ihr mit dem Mikrofon kommen. Irgendwie gefällt mir das gar nicht, dass ich hier jetzt lang gehe. Oder sich schon wieder kein Sichelmundglas mehr hat. Kass ist an solchen schmalen Graten zu kämpfen. Dann auch noch diese, gegen diese ekelhaften... Boah. Dieser Autofokus. Ich will das Skelett anvisieren und der Autofokus... Nein, die rochen. Die rochen, Mann. Die musst du anvisieren. Also, okay mit dir. Gut. Das ist echt das einzig Gute, dass man das hört, wenn die einen angreifen. Man muss sie nicht unbedingt sehen. So, mein Freund. Ich würde dich gerne bekämpfen. Er will nicht, ne? Lieber. Sicher, sicher. Das war riskant. Ich hätte jetzt gerne einen Shortcut. Ah, da oben ist es jetzt, ja. Okay. Zunehmende Mondgras. Und ich höre auch schon wieder das Pling, 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 Pling. Ah, da könnte das sein. Aber erstmal. Hier komme ich darüber. Sieht doch jeder. Ring des Grabräubers. Was macht denn der? Nochmal Luki Luki. Aber auch echt lang brauchen, um die umzubringen. Ich muss echt die Waffen upgraden jetzt, glaube ich. Ah, es gibt sogar einen ungefährlichen Weg dahin. Gut. Sieht irgendwie nach Boss aus. Ein bisschen. Da habe ich meines Erachtens nach nicht die Seelen dafür, die Heilung dafür. Spawnt er nochmal, wenn ich den kill? Wow. Oh Gott, das war mehr Glück als alles andere. Das wird mit Sicherheit ein Boss sein, ne?
tausendprozentig. Nee, da habe ich nicht die Heilung dafür. Wobei. Drei zunehmend, drei Vollmond, zwei Halbmond. Ja, ich habe jetzt auch 11.000 Seelen. Na ja, komm, ich gehe schnell zurück. Ich habe ja nichts, mit dem ich mich jetzt komplett zurückporten kann. Ne? Also mit meinen Seelen. Nee, muss ich laufen. Na gut. Dann schaffe ich ihn gleich im First Try und dann hasse ich mich. Weil ich muss ja den ganzen Weg nochmal gehen, dementsprechend sind die Gegner auch wieder da und ja. Eine kleine Abkürzung habe ich ja, der Vorreiter, der da war, ist nicht mehr da, also den kann ich umgehen und direkt hier hoch dann. Wobei, den hätte ich auch so umgehen können, so langsam wie der ist. Mich würde es immer noch jucken, wie ich da hochkomme, da rechts. Das wird mich immer noch jucken. Ich meine, es sieht aus, als könnte man da hochlaufen, einfach. Dann kann er halt hier klettern. Eigentlich. Aber nee. Scheinbar. Nope, 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 nope. So komme ich sogar relativ hoch. Aber nee. Und hier wahrscheinlich auch nicht. Hier ist er irgendwie drauf. Vielleicht auch wieder so ein Tendency-Ding, dass irgendwas es freischalten würde, dass ich da hochkomme. Ist da auf einmal ein Geröll oder so, mit dem ich es dann hochschaffe? Oder hier eine Leiter und dann komme ich da drauf. Zum Nexus zurückkehren. So, als allererstes, wo ist die junge Dame? Da. Intelligenz. Ah, 65 habe ich. Jetzt halt 2, aber ist ja auch egal. Wie oft muss ich Wille erhöhen, dass ich da Dings krieg? Wie heißt's? Noch ein Wundergedächtnis. Geh nochmal auf Kondition. Schnauzen. Dann fresse ich jetzt noch mit ein paar Seelen. Ich hab's ja dicke. Da ich die nicht immer gleich pop, habe ich da welche übrig. In den anderen Dark Souls Teilen, beziehungsweise im 1er noch nicht, aber mit dem Remastered schon. Da haben sie es gemacht, dass man mehrere gleichzeitig poppen kann. Gute Änderung. Oh, reicht gar nicht. Weißt du was, ich popp noch mehr, dann kann ich mir wieder Sichelmondgras kaufen. Die popp ich noch. So, dann gehe ich nochmal eins auf Vitalität. Dann upgrade ich. Ah
Ah ja, was ist denn das Killedish eigentlich? Ein Krummschwert. Ein großes Schwert, das Krummschwert, dessen Hauptzweck das Abtrennen von Körperteilen ist. Eine Hiebwaffe, die ungeschützten Fleischschweren Schaden zufügen kann. Gegen Metallrüstung harte Panzer aber nur wenig ausrichten. Deutsche Katana. Ein scharfes Katana mit einer feinen Klinge. Es wurde in einem fernen Land geschmiedet. Die lange schwarze Klinge ist schwerer, als sie aussieht. Sie hat eine sehr hohe Angriffsgeschwindigkeit und fügt Feinden Blutungen zu. Der Hauch in der Stahl ist allerdings eine Schwachstelle. Aktuell benutze ich ja immer noch lieber die Hellebarde, ne? Komm, ich upgrade die Hellebarde. Qualitätshellebarde. Rheinsteinscherbe. Ah, der Schaden wird geringer, aber sie bekommt ein besseres Scaling. Auf Beweglichkeit dann D statt E. Aber nee, das brauche ich nicht. Beweglichkeit habe ich nicht viel. Erhöhe weiter. Den Grundwert der Hellebarde. So. Auf die Hellebarde habe ich aktuell am meisten Bock, deswegen komm. Ausrüstung mal wieder reparieren. Deep inside Stonefang Mine. The Bones of the Dragons. Ich wollte es nicht. Ich war es nicht. 4 Sichelmundgras. Ich bin reich! Mich reicht die Heilung gar nicht. Halbmond. Zunehmend. Vollmond. Für den Kampf ein bisschen Terpentin. Und ich benutze nochmal eine Seele, damit ich wenigstens ein paar mehr habe. Alex, Yiddle. Nein, nicht aufwerten. Du komm. Du deponierst, beziehungsweise kriegst nochmal ein paar Gegenstände von mir. Biche. Kompositbogen lasse ich mal dabei. Oh, das Richterschild ist leichter. Aber es mindert auch nicht 100% des Schadens. Es gibt auch Schilde, die fangen nicht den ganzen Schaden ab, wie jetzt zum Beispiel eben dieses Richterschild. Das tut das nicht. Richterschild, ein großer Holzschild, der in wunderbarer Szene darstellt, der in der verblichenen Gerichtsschwelle auf der Rückseite wurde. In alter Schrift ein Epigramm eingraviert. Akte der Feigheit und das Verzehren von Vögeln dürfen nicht in die Taten eines Sturmhelden sein. Wenn der Zurichtende der goldenen Krähe dem Meister des Richters missfällt, wird der verblichene Seele zu lang verzehrt, bis nichts mehr von ihr übrig bleibt, regeneriert nach und nach die TP des Benutzers. Wenn ich das Schild auf dem Rücken trage, gar nicht schlecht. Ich behalte es mal dabei. So, dann hatte ich hier noch einen Ring gefunden. Grabräuber. Ring des Grabräubers ist antiker. Er verbirgt die Seele des Trägers, sodass diese nur schwer von schwarzen Phantomen aufgespürt werden kann. Ah ja, genau, ja. Nee, brauche ich nicht. Schwarze Phantome sind, glaube ich, PvP, wenn man invaded wird. Aber das gibt ja nicht. So. Jetzt nehmen wir uns den Boss vor. Hoffentlich schaffe ich es jetzt auch direkt First Try wieder hin. Schon eine kleine Strecke bis dahin. Easy. Manchmal brauche ich 3 Schläge, manchmal. Ach, fuck. Jetzt habe ich wieder 4 gebraucht, wobei der erste mehr Schaden gemacht hat als die anderen. Egal. Am Ende liegen sie alle tot da. So, ich versuche wieder einen anzulocken. Erleichtert mein Leben erheblich.
Das mit dieser Faust ist einfach seltsam. Aber hey, ich mach die damit easy weg, also was soll's. Sehe ich ja gleich, ob das schwarze Phantom da links wieder da ist. Die würde ich trotzdem gerne mitnehmen. Oh ja, ist wieder da. Ah, fuck. Mal mit. Weiß gar nicht, ob ich das schwarze Phantom vor der Nebelwand gut umgehen kann. Also ob ich, wenn ich das einfach, wenn ich einfach reinrenne, ob ich das schaffe. Irgendwie so bin ich eigentlich hier hochgeklettert. Ich bin ein motherfucking Genius. Digga! Digga! Dick! Okay. Also ich habe gerade am Schluss Ausweichen gespammt, aber es ist irgendwie nichts passiert. Leider. So viel dazu, so viel dazu. Der schwere Schlag was bringt, den habe ich noch gar nicht. Ja, okay, der dauert ewig, sehe ich gerade. Gerade ich halt in so einen Kreislauf, ne? Muss man sagen. Jetzt muss ich den Weg nochmal gehen, mach jedes Mal so um die 2500. Okay, bye! Mach jedes Mal so um die 2500 Seelen. Die kriege ich ja logischerweise dann auch immer wieder. Und es läppert sich und dann stehe ich wieder mit 10.000 vor dem Boss und denke mir, wobei es vorhin eher das, der Grund war, dass ich so wenig zum Heilen hatte. Habe ich ja mehr. Das schaffen wir schon. Wir schaffen den First Try. Ich weiß ja glücklicherweise, auf was ich bei diesem Boss achten muss. Ich weiß... Oh, warte mal. Ich fällt gerade ein. Den Boss habe ich auch nur als Fernkämpfer gesehen. Ich weiß gar nicht, wie wir den als Nahkämpfer machen. Egal, wird schon gut gehen. Hat bei der Spinne ja auch funktioniert. Hat noch dran gedacht, dass da was war. So weit ist es ja auch gar nicht. Nur die Stelle hier ist halt fies. Nein! Oh. Nein! Oh, ich darf das Anvisieren hier nicht verwenden. Das ist, hätte mich jetzt zweimal fast umgebracht. Wow. Dann reicht eine Ausdauerleiste, um die umzubringen. Außer er schlägt schon zu, dann kannst du es knicken.
Jetzt habe ich wieder den Arsch da vorne. Wo ich ja dann vorne in YOLO-Mode gegangen bin. Ich werde jetzt einfach wieder mit YOLO-Mode probieren. Bleibt nichts anderes übrig. Weich doch aus! Oh Mann. Er ist nicht ausgebüscht. Jetzt habe ich schon 6000 Seelen. Wenn ich jetzt da hingehe, habe ich dann am Ende wieder 10.000, wie ich es gesagt habe. Mal gucken, ob man mit dem Schild parryen kann. War aber klar, dass es nicht geht. Boah, ich bin so ein Horst. Boah, ich bin so ein Idiot. Okay, was war das jetzt? Ich treff dich! Ne, der schwere Schlag lohnt sich nicht. Wollt's jetzt mal ausprobieren. Nun habe ich die Antwort. Und ich bin nicht zufrieden mit ihr. Bye! Er hat den Seestern in den Tod gemacht. Das ist aber das, was ich meine. Ich meine, ich habe jetzt diese ellenlange Strecke, um überhaupt zum Boss hinzukommen, in dem ich schon umbringen kann. Aber auch nur wegen dieser einen dämlichen Stelle da. Das ist echt unangenehm eng. Gegen die. Aber es gehört dazu. Ich werde das auch nicht rausschneiden hier. Ich habe mir die Scheiße selber ausgesucht. Also muss ich jetzt auch drunter leiden. Die Aufforderung nicht zu schießen, bitte. No! Könnte ich eigentlich... Ach komm schon! Mit dem Bogen anlocken, wollte ich sagen. So, ja, jetzt bin ich mit 10.000 Seelen hier. Wenn ich den noch töte, habe ich wahrscheinlich genau die Seelen, die ich vorhin hatte, als ich umgedreht bin. Ich probiere an ihm vorbeizulaufen. Ich weiß halt nicht... Oh, das hatte ich vergessen. Ich weiß halt nicht, ob er mich angreifen kann, während ich... den Nebel betrete. Der will aber auch nicht hochkommen, ne? Wow.
Manchmal klappt es mit dem in den Rücken schlagen halt echt nicht, ne? Ja, wieder nicht. Muss den Boss First Try schaffen, auch wenn ich jetzt nicht mehr viel zum Heilen habe. Hier ist die Kamera mein größter Feind aktuell. So, und da ist jetzt der Trick. Das fette Viech ist nicht der Boss, sondern der Vogel, der oben drauf sitzt. Leider noch einmal machen. Ich schaffe ihn halt echt First Try, aber lächerlich. Also das Ziel war es im Endeffekt, auf die Wampe drauf zu hauen, damit er dann eben in die Knie geht und dann kann man den Vogel angreifen, der eigentliche Boss ist. Wer hätte jetzt gedacht, dass ich den doch so einfach besiege. Umsonst in die Hosen geschissen, ey! Hab ich schön warm. Okay. Ach, da liegt auch was. Wer sucht, der findet. Ach nee, das war da unten. Lol. Sagenumwobene Soldatenseele. Weiter oben noch irgendwas? Ich bin halt direkt runter, weil Bosskampf, den Raum durchsuchen, ist eher so semi-girl. Ich glaube, ich muss aber mal wieder kurz in Dings gehen. Ins erste Gebiet, da kann man am besten Gras farmen, weil das ständig zu kaufen geht mir auf die Klöten. So. Pralle Dämonenseele, meine ich. Soldatenseele, würde ich sagen. Ah, schön. Schön. Then touch the demon. So, ich würde jetzt ganz gerne tatsächlich nochmal ein Wunder mehr haben. Nice. So, dann will ich gerne dieses Wunder, mit dem ich mich mit meinen Seelen zurückteleportieren kann. Da hätte ich Bock drauf. Oh, fellow disciple. Was Neues zu sagen eigentlich? Do you know Saint Urban? Nee. Saint Urbain is a true sage. Ist das so? He can hear the voice of God. Ach, wirklich? But that despondent disciple over there claims that he has fallen in a trap. Behind the altar. Nein. I hate to think that such misfortune could have befallen so eminent a man. Oh. We intend to leave shortly for the altar to rescue Saint Urbain. God has ordered it done, and we are his disciples. I am afraid we may not meet. Okay, also. Er sagt ja sogar, wir werden uns eine Zeit lang nicht sehen. Dementsprechend gut, dass ich mir das jetzt direkt hole. Ach, das kostet 20.000? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. 20.000 ist es mir gerade nicht wert. Das, da brauche ich zu lange.
Aber dann hole ich mir jetzt wenigstens schon mal Gegenmittel. Ach du Scheiße, 20.000. Miracle. I swear that I will catch that blasted hyena someday soon. He fooled me and kicked the honorable one down a trap door behind the altar of a shrine. I lost my nerve and very swiftly fled out of that place. Pussy!